Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge unserer F1-Manager-Karriere. Das nächste Rennen steht an. Hier in der zweiten Saison, es ist der große Preis von Miami. Gleichzeitig natürlich auch das nächste Sprintwochenende, ne? Wie schon beim letzten Mal in China. Dort gab es ja auch ein Sprintwochenende, da lief es allerdings für uns überhaupt nicht gut. Die Pace, die waren nicht wirklich da im Auto. Da hatten wir dicke Probleme, haben dort auch beide WM-Führungen verloren. Sowohl in der Konstrukteurs-WM an McLaren, als eben auch Alonso, der dort an Sainz in der Fahrer-WM die Führung verloren hat. Also das gilt dieses Wochenende uns wiederzuholen. Ich denke, die Strecke sollte unserem Auto ein bisschen besser liegen. Wir haben auch Upgrades da, neuer Unterboden und auch eine neue Aufhängung haben wir dabei. Also ich denke, das wird hier hoffentlich ein gutes Wochenende. Mal schauen. Auf eine Runde war ja die Pace die ganze Saison schon nicht so gut. Ne? Da waren wir nie die schnellsten. Aber vor allem im Rennen, dann erwarte ich mir mehr, als noch in China der Fall war. Es geht genauso weiter wie in China. Unglaublich. Gasly bekommt zwei Runden und ja, hat zweimal wahrscheinlich Verkehr gehabt. Ich habe es nicht ganz beobachtet, aber ist auf jeden Fall raus. Auf Position 19. Das ist verdammt bitter. Alonso hat es direkt mit der ersten Runde geschafft und hatte eine super Zeit. Und Gasly halt, ja, nur auf Platz 19 am Ende. Das ist sehr, sehr bitter. Da wird auch im Sprint wenig gehen für ihn. Ist eine kurze Distanz. Da ist es schwierig, viele Plätze gut zu machen. Also für Pierre schon mal wieder ein Horrorstart in dieses Wochenende. Na klar, es gibt noch viele Punkte zu holen. Ne? Also das hat hier noch gar nichts zu heißen. Aber ein guter Start ist auf jeden Fall, wie gesagt, was anderes. Wir sind drin in SQ3. Jeder hat jetzt genau eine Runde, um hier eine super Zeit zu setzen. Wir schicken Alonso einfach mal jetzt raus. Piastri ist der Erste, der jetzt seine Hotlap startet. Mal schauen, er hat ein bisschen Verkehr, das sollte aber kein Problem sein. Alonso durch die letzte Kurve, er wird gar keinen Verkehr haben. Auch Stroll, der ein bisschen vor ihm ist, ist auf einer Hotlap. Also das ist mal so gar kein Problem. Allerdings, Lila ist es nicht im ersten Sektor. Das war aber auch nicht zu erwarten. Denn wie gesagt, unsere Quali-Pace, die ist noch nie besonders gut gewesen in dieser Saison. Wir waren noch nie dort besonders schnell. Piastri mit einer 27,4 im Moment. Mit der Pole-Zeit nenne ich es einfach mal. Jetzt aber kommt Fernando gleich über Start und Ziel. Was ist es für eine... Oh Gott. Eine 28. Okay, also das ist ja mal eine absolute Blamage. Da waren wir ja mit den Medium-Reifen vor und deutlich schneller. Was eine Kackrunde von Fernando. Das wird wahrscheinlich nur Startplatz 10 werden. Und das ist eine ganz, ganz dicke Täuschung. Was ein Qualifying schon wieder. Es läuft im Moment nicht viel zusammen. Nur die Startplätze 10 und 19 also für uns. Boah, das tut richtig weh. Das tut richtig weh. Hier, ihr seht es, ne, wir waren mit Mediums vorhin schon 6 Zehntel schneller. Im Normalfall ist man mit Softs dann nochmal schneller. Aber irgendwie bei uns anscheinend nicht so wirklich. Das ist ein bitteres Qualifying. Okay, da müssen wir jetzt im Sprint einiges gut machen und das wird verdammt schwer. Und jetzt geht's rein. Das erste Rennen der Folge, das ist der Sprint hier in Miami. Wir haben Lando Norris auf der Pole für Red Bull, dann Leclerc, dann Piastri und Lance Stroll und Daniel Ricciardo in den Top 5. Also 5 verschiedene Teams ganz vorne. Das wird man, denke ich, nicht mehr so oft sehen in dieser Saison. Guter Start von Alonso, der könnte sich gleich mal dort den Williams schnappen von Valtteri Bottas. Genau das tut er. Wir haben ein bisschen durchgemixt. Ein paar sind auf Medium-Reifen. Wir haben aber beide auf den Softs. Ich denke, dass das die bessere Option ist, als hier die Mediums, um einfach jetzt am Start schon direkt hier ein paar Plätze gut zu machen. Das hat vor allem bei Fernando geklappt. Gasly ist leider noch auf seinem 19. Startplatz. Aber das ist okay, ne? Wir haben im Normalfall eine gute Rennpace, also da müsste jetzt noch einiges hier nach vorne gehen bei allen beiden. Und jetzt haben wir einen Safety Car. Mick Schumacher mit einem Unfall. Das wird aber hier am Sprint nichts wirklich ändern. Ist aber jetzt weniger Distanz für uns, um Plätze gut zu machen, ne? Also für uns nicht gut. Box kommt, oder ja, stoppen tut ja keiner, also das würde jetzt auch wirklich gar keinen Sinn machen. Gasly ist jetzt auf 18 immerhin vor, Alonso wie gesagt auf der 9. Ja, wie gesagt, hier wird noch einiges gehen. Also unsere Pace, die ist ja nie schlecht im Rennen, außer in China, da war es wirklich nicht so gut. Aber ansonsten haben wir ja wirklich immer eine gute Rennpace, deshalb mache ich mir keine Sorgen, dass wir ja zumindest mit Alonso noch so in Richtung Top 5 vielleicht kommen. Gasly vielleicht in die Punkte, das wird aber wirklich schwer. Mal gucken, wann kommt denn jetzt das Safety Car mal wieder rein? Das ist ja komplett unnötig. Das ist jetzt schon fast 5 Runden, glaube ich, draußen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Es könnte lange reinkommen. Jetzt kommt es auch rein, okay. Muss man sich erstmal aufregen drüber. Für uns jetzt natürlich die Möglichkeit, direkt zu pushen, ne? Weil die Reifen, die wurden jetzt ordentlich geschont. Da können wir jetzt auch einiges raushauen. Ein bisschen langsamer machen wir mal. Vielleicht geht irgendwas am Restart. Aber es sieht bei beiden nicht danach aus. Nee, hier geht nicht viel. Alonso weiterhin nur 8er. Jetzt mal auf Platz 7 vor Gasly. Auch gerade einen Platz gut gemacht. Aber die Pace, die sieht auch einfach nicht gut aus. Also wir sind nicht besonders schnell, das muss man ganz klar mal dazu sagen. Ich denke so, Platz 6 ist auf jeden Fall das Maximum. Vorne kommen wir auf gar keinen Fall ran. Die sind viel zu stark und auch so, ne, Fernando hatte immer wieder Probleme, auch jetzt wieder, um dort überhaupt mit Daniel Ricciardo mitzuhalten. Also das ist schon echt eine dicke Enttäuschung hier, die Pace.
Und ich habe eigentlich gedacht, ne, durch die neuen Teile, neuer Unterboden, neue Aufhängung, dass das hier wirklich gut wird. Aber ja, also die Pace, die ist einfach überhaupt nicht da mal wieder. Naja, immerhin Schadensbegrenzung hier bei Fernando. Er wird am Ende wahrscheinlich Sechster werden. Da müsste jetzt in der letzten Kurve noch einiges schief gehen. Und Gasly vielleicht wenigstens noch mit einem... Ja, nee, gibt keinen Trostpunkt für Gasly. Okay, nur Platz 9 für ihn am Ende. Platz 6 für Fernando. Wir müssen irgendwas tun. Die Pace, die ist nicht da. Und vor allem halt nicht mehr so zu, wie zu Saisonbeginn, ne, wo wir so ein schlechtes Qualifying einfach mal wegmachen konnten. Das geht nicht mehr. Wir müssen jetzt zumindest mal in den ersten 4 Reihen irgendwo stehen, wenn wir direkt vorne mitkämpfen wollen. Ansonsten reicht die Pace nicht aus, um dort vorne die anderen zu schlagen. Sainz gewinnt von Startplatz 6, also wieder mal Wahnsinn, was der bisher für eine Saison fährt. Und wir müssen gucken, dass wir es jetzt im Qualifying, ja, schon mal deutlich besser machen, um dann, ja, fürs Rennen in einer halbwegs guten Position immerhin zu sein. Okay, sehr, sehr wichtig. Beide Autos diesmal in Q3 auch relativ locker. Ich denke, es geht sogar noch ein bisschen mehr als das. Was auch gut ist für uns, ein Red Bull ist raus. Lando Norris nur auf Position 14 hier in Q2. Leclerc scheint sehr stark zu sein. Schnellster gewesen in Q1 und auch in Q2. Aber die McLaren, die darf man im Moment natürlich auch nicht irgendwie außer Acht lassen. Die sind immer gut. Die können immer nach ganz vorne fahren. Ich hoffe, dass wir es dann vor allem im Rennen tun können. Jetzt im Qualifying wird es schwer. Gucken, wie dann die Rennpace ist, aber jetzt, ja, also die Plätze 6, 7, 7, 8, das muss jetzt schon gehen. Also schlechter als das will ich es eigentlich nicht haben. Nach den ersten Runs ist Fernando sogar mal in Reihe 2 im Moment auf Position 4, aber da wird jetzt noch von einigen mehr kommen, denke ich. Liam Lawson ist der Erste, der seine Hotlap begonnen hat. Dann kommt Ricardo, Leclerc, Giovinazzi, ne, bis hierhin dazu Carlos Sainz, er ist dann der Letzte. Mal schauen, was macht Lawson im Moment mal eine Ferrari erste Reihe, aber das wird sich noch ein bisschen ändern, glaube ich. So wird es nicht ausgehen. Als nächstes kommt jetzt hier gleich Daniel Ricciardo. Verbessert er sich? Nein. Leclerc nochmal einen Ticken schneller. Und als nächstes Giovinazzi. Der ist auch hinter Alonso. Mal gucken, was der macht. Er kommt ein Stück davor. Jetzt aber Fernando über die Linie. Und das ist eine super Runde. Damit schlägt er Lawson. Das ist gut. Piastri dann im Moment mal auf der Pole. Was macht Gasly? Ja, Platz 7 immerhin vor Hülkenberg und Stroll. Als letztes noch Sainz auf die 4 hinter Alonso. Alonso kommt von Position 3 im Rennen. Das ist richtig gut. Das ist eine super Startposition. So ein bisschen aus dem Nix, aber eine super Runde. Eine 27-4 bei Gasly wäre auch noch ein bisschen mehr gegangen. Zumindest Schubinazzi hätte, denke ich, auf jeden Fall schlagen können. Aber damit können wir doch arbeiten. Ich denke, damit sind wir in einer guten Position fürs Rennen und können jetzt hier in Richtung Sieg, denke ich, auf jeden Fall ein Wörtchen mitreden. Und jetzt starten wir rein. Der große Preis von Miami. Oscar Piastri, dann Charles Leclerc, dann Alonso, Sainz und Liam Lawson. Das sind die Top 5. Dann kommt ein RB, der beide Red Bull übrigens geschlagen hat. Daniel Ricciardo mit dem Super Qualifying. Was für ein Start gelingt Alonso. Der sieht relativ neutral aus. Nach vorne geht nichts. Platz verlieren tut er auch nicht. Das ist okay. Und Gasly, der ist schon auf Position 7 vor. Der hat schon Platz gut gemacht gegen Antonio Giovinazzi. Sehr, sehr schön. Die beiden noch so ein bisschen Rad an Rad. Giovinazzi auch noch auf den Medium-Reifen. Also super Start von Gasly. Alonso ist auf seinem dritten Platz geblieben. Das ist komplett okay. Das ist überhaupt nicht schlimm. Jetzt heißt es Reifen schon. Das ist hier ganz, ganz wichtig. Es wird wahrscheinlich eine Zwei-Stop-Strategie sein. Hier das Beste, was man machen kann. Leclerc vorne auch auf Medium. Lawson auf Medium. Also beide Ferrari. Und dann eben Giovinazzi und Hülkenberg zum Beispiel auch auf den Medium-Reifen. Ja, hier im Rennen ist die Pace deutlich besser. Wir sind mit beiden Fahrern drin in der Spitzengruppe. Alonso führt das Rennen an im Moment. Gasly ist auf 5. Bei beiden sieht es sehr konstant, sehr stabil im Moment mal aus. Ricciardo ist jetzt der Erste, der schon eine kleine Lücke dort lassen muss zu Gasly. Dann kommt Giovinazzi und Lawson, der bisher ein Horrorrennen hat, schon 3 Plätze verloren. Da geht gar nichts irgendwie auf den Medium-Reifen. Wo ist Norris? Auf Rang 11. Okay, der kommt gut nach vorne. Auch der hat die Medium-Reifen. Aber es wird noch ein bisschen dauern, ne, bis der hier vorne dran ist, das ist ganz klar. Ich weiß gar nicht, was ich vorhin gesehen hatte. Lando Norris ist übrigens nicht auf Medium, der fährt auch mit den Softs, ist jetzt schon 8er. Aber seine Pace sieht auch nicht so gut aus, ne? Der hat ungefähr die gleiche Pace wie die 5 hier vorne, die sich jetzt inzwischen ordentlich abgesetzt haben vom Rest des Feldes. Also das sieht, denke ich, ganz okay aus, dass wir hier wirklich vielleicht nur einen 5-Kampf um den Sieger leben. Im Moment die Top 4, nur McLaren und Toyota. Aber Charles Leclerc, der ist halt auch auf Mediums, ne? Also der... Der sieht stark aus von der Pace. Aber ich denke, bei uns ist die Pace auch gut, denn beide sind nur am Schon. Also wir pushen hier noch gar nicht, ne? Tun ein bisschen Benzin sparen, gucken auf die Reifen, haben auch eher ist jetzt schon fast voll aufgeladen bei beiden. Also ich denke, die Pace hier im Rennen ist richtig gut. Ich weiß nicht, was das im Sprint vorhin war, da ging irgendwie gar nichts. Aber das hier ist wirklich wieder komplett okay. Jetzt ist so langsam mal die Zeit, wo die ersten Boxenstopp wahrscheinlich passieren werden. Und Lando Norris hat sich jetzt doch ein bisschen rangekämpft. Also der hat hier eine gute Pace. Und ich sehe, wir haben uns vorne abgesetzt. Wir haben uns jetzt ein bisschen vorne abgesetzt. Okay, dann ist jetzt die Zeit gekommen, für beide mal so ein bisschen zu pushen.
voller Einsatz, denn wir haben schon über eine Sekunde. Das sieht gut aus. Die Pace, die ist hier richtig gut. Noah ist übrigens jetzt als erster von denen hier vorne mal an der Box. Der hat auch viel freie Luft, also das sollte ihm einen guten Undercut bringen. Ja, Gasly jetzt wieder vorne und wir können uns gut absetzen. Okay, das könnte eine richtig entscheidende Phase hier in diesem Rennen jetzt gerade sein. Inzwischen waren beide McLaren drin. Wir können noch relativ lange fahren, denke ich, ne? Also die Pace, die ist auch noch komplett okay. Circa 5 Sekunden jetzt inzwischen mal die Lücke auf Charles Leclerc. Alonso werden wir auf jeden Fall zuerst reinholen, denn seine Reifen sind ein bisschen abgenutzter schon als die von Gasly. Deswegen wird er dort der Erste sein, der gleich reinkommt. Holen wir ihn mal am Ende dieser Runde schon rein, ne? Gasly dann am Ende der nächsten Runde. Mal gucken, wo wir jetzt rauskommen, ob wir noch vor den McLaren sind, ob wir dahinter sind. Norris hat sich durch den Undercut übrigens auch mit direkt zu den McLaren teleportiert, aber Alonso ist noch ein Ticken davor. Okay, das sind auch fast 5 Sekunden auf Lando Norris. Richtig gut. Also die Pace, die passt. Wir haben jetzt die frischesten Reifen, ne? Wenn wir mal auf den McLaren und auf Norris gucken. Mal schauen, was dann Leclerc nachher kann. Den schätze ich hier immer noch sehr, sehr stark ein. Aber zumindest im direkten Duell gegen McLaren haben wir jetzt hier einen klaren Vorteil. Es sieht perfekt aus. Wir haben alles im Griff. Eine Doppelführung hier. Circa 9 Sekunden die Lücke zu den McLaren und Norris. Auch Leclerc ist nicht besonders schnell. Der hat jetzt im Moment die Softs, aber der kommt nicht mal wirklich an die Dreiergruppe ran. Also das ist alles perfekt. Die Pace, keine Ahnung, wo die herkommt. Im Sprint war sie nicht so gut. In China war sie nicht so gut. Aber wir haben sie irgendwie wiedergefunden hier ins Rennen rein. Und das ist sehr, sehr wichtig. Denn ich denke, wenn wir hier einen Doppelsieg holen, müssen wir uns auch zumindest mal die Führung in der Konstrukteurs-WM wiederholen. Wie es in der Fahrer-WM aussieht, weiß ich gar nicht. Das kommt dann auch darauf an, wer von unseren beiden hier gewinnt. Da möchte ich jetzt auch noch nicht so wirklich dann irgendwelche Team-Orders anwenden. Ich denke, wir sind noch so früh in der Saison, da würde das keinen Sinn machen. Die anderen jetzt schon bereits hier zum zweiten Mal drin. Zum Beispiel Oscar Piastri war eben drin. Lando Norris und Carlos Sainz, die fahren alle noch. Genauso natürlich auch Charles Leclerc. Jetzt aber Sainz und Lando Norris beide an der Box. Mal gucken, die sind jetzt im Moment hinter Daniel Ricciardo. Wir pushen jetzt mal für ein paar Runden, dass wir dort den Undercut nicht allzu sehr abbekommen. Und gehen dann nochmal auf die Softs und können hier, denke ich, ganz entspannt zu Ende fahren. Alonso übrigens jetzt mal aus dem Nix mit einer 4-Sekunden-Lücke auf Gasly. Keine Ahnung, wo er die jetzt hergeholt hat. Die waren jetzt eigentlich relativ lange direkt beieinander, aber plötzlich Alonso so weit weg. Der kommt jetzt auch schon in dieser Runde rein für die Softreifen, wie gesagt. Also da haben wir jetzt noch ordentlich Pace dann auch zum Schluss. Gasly wieder eine Runde später. Wird dadurch jetzt noch mehr Zeit verlieren, aber dann ist es so, ne? Ich weiß nicht, wo er jetzt hier so viel Zeit gerade verloren hat in den letzten Runden. Da ist er auch ein bisschen selber schuld. Alonso ist auf den Softs. Muss da gar nicht mehr so stark pushen. Gasly jetzt drin. 4,2. Das könnte dadurch eng werden gegen die McLaren. Ja, und es ist auch relativ eng. Nur noch 3 Sekunden durch den langsamen Boxenstopp dort die Lücke. Da muss Gasly jetzt mal kurz pushen, dass er wieder ein Stück weiter wegkommt. Wir starten jetzt rein in die letzte Runde hier in Miami. Es war ein sehr, sehr entspanntes Rennen jetzt so im Nachhinein. Die ersten Runden, der erste Stint, ne, da war es eng mit den anderen Teams. Aber insgesamt hat uns, glaube ich, mal wieder unser Reifenmanagement so ein bisschen gesaved. Da sind wir einfach stärker, da können wir andere Sachen machen als McLaren, als Red Bull, als Ferrari. Und das im Moment wirklich unser Trumpf. Wenn die Pace stimmt, dann können wir jedes Rennen gewinnen. Das haben wir gezeigt. Alonso gewinnt in Miami. Es ist unser vierter Saisonsieg, sorry, im sechsten Rennen. Es ist der dritte für Alonso. Gasly hatte ja in Japan gewonnen. McLaren dritter, vierter. Also das zeigt, die beiden besten Teams in der Formel 1 im Moment heißen McLaren und Toyota. Bisher konnten wir beiden Teams jedes Rennen gewinnen. McLaren zweimal in Australien und in China. Und wir den Rest in Bahrain, Cheddar, Japan und jetzt auch hier in Miami. Sehr schön. Alonso also mal wieder ganz oben. Das war wichtig, das erste Mal seit Cheddar, dass er wieder gewinnen kann. Beide mit einem super Rennen. Wie gesagt, die Pace, die war richtig gut. Und damit Alonso jetzt auch wieder führender in der Fahrer-WM. 5 Punkte vor Carlos Sainz. Ich glaube wirklich, dass das Duell ist, auf welches wir uns hier freuen können in dieser Saison. Die beiden scheinen extrem stark zu sein, machen keine Fehler, sind immer oben dabei, sind immer schnell. Und das wird wichtig sein, ne? Wir haben viele verschiedene Fahrer, die dieses Jahr eigentlich gewinnen können. Aber im Moment sind es gefühlt nur Alonso und Sainz. Und Konstrukteurs-WM, oje. Ein Punkt. Wir sind noch dahinter, aber es ist eng. Es wird wahrscheinlich auch bis zum Ende so eng bleiben. Nur Ferrari und Red Bull, die haben hier an diesem Wochenende mal wieder richtig was jetzt verloren. Und da ist jetzt die Lücke zu Red Bull vor allem schon bei über 90 Punkten. Also die müssen ein bisschen draufpacken. Vor allem natürlich Antonio Giovinazzi. Ich habe jetzt schon ein wenig vorsimuliert und ihr seht hier unten der große Preis der Emilia Romagna, immer langsam. In Imola, der ist das nächste Rennen. Ja, was wir machen werden, das wird es dann natürlich in der nächsten Folge geben. Leider keine Upgrades jetzt hier noch angekommen. Aber ich denke, mit diesem Auto können wir auch in Imola ganz gut performen. Da brauchen wir nicht immer Upgrades, brauchen wir nicht jedes Wochenende irgendwas Neues.
um relativ schnell zu sein. Ihr lasst jetzt gerne Like und Abo da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Aktiviert natürlich auch super gerne die Glocke, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut.